Gerade mal 16 Jahre alt und schon big im Business? Finn von Kutschenbach aus Wiesbaden ist einer der jüngsten Unternehmer Deutschlands. Kurz vor Weihnachten 2020 erfüllt ihm das Familiengericht Wiesbaden seinen größten Wunsch und erklärt den 16-Jährigen für voll geschäftsfähig. Ich kann Dienst-Mietverträge unterschreiben, muss nicht als mein Vater fragen. Statt Homeschooling heißt es jetzt also Homeoffice. Mit 16 ist Finn Geschäftsführer seiner eigenen erfolgreichen Marketingagentur mit kleinem Büro, in einem Coworking-Space und 5 Angestellten. Winrich Tischler, 22, ist einer davon. Er ist als Marketing-Developer im Unternehmen tätig und die rechte Hand von Geschäftsführer Finn. Dass er einen so jungen Chef hat, stört ihn nicht, sagt er. Ja, er hat sich als Chef auf jeden Fall meinen Respekt verschafft. Die Kommunikation ist halt viel direkter und viel ehrlicher als in einem anderen Betrieb mit Erwachsenen und mit einer ganz anderen Hierarchie. Bereits im Sommer hat Finn die Realschule in der 9. Klasse verlassen und damit nur einen Hauptschulabschluss. Finns Mitschüler können diesen Schritt nicht nachvollziehen. Tatsächlich haben alle waren geschockt. Weil das passt nicht ins klassische Klischee, sage ich mal. Das kennt keiner. Also willst du es wirklich machen? Was wenn? Aber wenn man jetzt immer sagt, was wenn, dann kommt man nie voran. Ein Ehrgeiz, der Finns Eltern zunächst überfordert. Sein Vater Benno von Kutschenbach arbeitet als Bauingenieur. Er ist den klassischen Weg gegangen. Schule, Studium und dann arbeiten. Genau diesen Weg hat er sich auch für seinen Sohn gewünscht. Schmerzt. Schmerzt erstmal, weil man einfach damit nicht rechnet. Das war schwierig, das war wirklich schwierig, weil man ja nicht nur seine eigenen Ideen, sag ich mal, über einen Haufen wirft, wie das erziehungstechnisch alles zu funktionieren hat, sondern ja auch mit anderen dann halt darüber diskutiert und ganz viele andere Meinungen dann auch immer zu hören bekommt. Je mehr man aber darüber nachdenkt, desto logischer, sage ich mal, ist dann der Schritt, weil der Schulweg nicht funktioniert hätte. Finn, der älteste von 3 Geschwistern, hat eine klare Vorstellung von seinem Leben. Seinen Unternehmergeist entdeckt er mit 14 bei einer Berufsorientierungswoche in der Schule. 2 Jahre später gründet er seine Agentur, die auf Social-Media-Werbung spezialisiert ist. Finn bietet zum Beispiel die Erstellung und Betreuung von Facebook- oder Instagram-Accounts an. Das Konzept ist gerade wegen der Corona-Pandemie gefragt wie nie. Dadurch, dass jetzt immer mehr Kunden merken, man muss auch online vertreten sein und nicht nur offline. Und das haben wir uns zum Nutzen gemacht und haben dort die kleine Lücke gerade mal aufgegriffen. Daniel Thiel betreibt in Wiesbaden eine Modeboutique und arbeitet mit Finn seit knapp einem Monat zusammen. Die Marketingagentur hat den Social-Media-Auftritt des Ladens überarbeitet und so mehr Kunden online akquiriert. Nicht nur deshalb wird der 16-Jährige hier ernst genommen. Wirklich mein erster Gedanke war, wow, der ist tough. Ich finde es großartig und bewundere auch diesen Mut, in so einer Zeit einen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich mache jetzt mein Business. Und von dem, was er erzählt und von dem, was er mir gezeigt hat, versteht er sein Geschäft und hat mich da absolut überzeugt. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir arbeiten zusammen. Finns Vorteil, er kann seinen Kunden günstige Preise anbieten, da er 2 seiner Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt und noch keine Familie ernähren muss. Apropos Geld. Und wie sieht das Unternehmenskonto gerade so aus? Würdet ihr sagen, sieht gut aus? Sieht ganz gut aus, ja. Aber eine Zahl willst du nicht mehr? Nee. Warum nicht? Na, über Geld spricht man nicht. Aber hat er keine Angst, dass er mit 16 seine Jugend für eine 40-Stunden-Woche aufgibt? Nee, ich brauche es auf keinen Fall. Dadurch, dass ich der Meinung bin, dass ich nichts Großartiges verpasse, was jetzt die Jugend angeht, weil ich bin ja immer noch in der Jugend drin, sprich, ich treffe mich immer noch mit anderen Freunden, mache immer noch typische jugendliche Dinge, die andere auch machen. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass meine Jugend dadurch verloren geht. Momentan unterstützen die Eltern ihren ältesten Sohn noch finanziell. Allerdings soll sich das bald ändern. Finn von Kutschenbach möchte vollkommen unabhängig sein. Und bei seinem Ehrgeiz wird er das bestimmt schaffen. Genau, bei